In Kanada findet am heutigen Montag die vorgezogene Parlamentswahl statt. Rund 27 Millionen Menschen sind abstimmungsberechtigt. Premierminister Justin Trudeau hatte eigentlich noch 2 Jahre seiner Amtszeit vor sich, leitete allerdings die Neuwahl ein, um künftig möglichst mit absoluter Mehrheit regieren zu können. Trudeaus Schachzug ist riskant. In Umfragen liegt seine Partei mit den Konservativen fast gleich auf. Deren Vorsitzender Erin O'Toole will anders als Trudeau Staatsbediensteten nicht vorschreiben, sich gegen Covid-19 impfen lassen zu müssen, sondern setzt stattdessen auf Schnelltests. Beste Chancen, wie 2019 drittstärkste Kraft zu werden, hat die neue Demokratische Partei mit Jagmeet Singh an der Spitze. Im Vorfeld des Wahltages haben bereits rund 5,8 Millionen Personen abgestimmt, so viele wie nie zuvor.